Mit dem Klimawandel werden Hitzeperioden häufiger, länger und heißer. In Städten ist die Hitzebelastung besonders groß, wegen der vielen versiegelten Flächen, die die Sonnenstrahlung absorbieren und damit die Umgebung aufheizen. Deshalb sind die bebauten Gebiete in der Stadt oft um einige Grad heißer als im begrünten Umland. Gerade für ältere Menschen, Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Kleinkinder sind die Hitzetage eine große gesundheitliche Belastung. Deshalb wird es immer wichtiger, dass sich städtische Quartiere an zunehmend extreme Wetterbedingungen anpassen. Das Forschungsprojekt EXTRAS möchte die Anpassung von deutschen Groß- und Mittelstädten gegenüber Hitze und Starkregen, insbesondere in Potsdam, Remscheid und Würzburg, verbessern. Wenn man nach Würzburg kommt, sieht man eine schöne Stadt, eine lebenswerte Stadt. Aber Würzburg ist auch sehr stark betroffen und wird betroffen sein von dem Klimawandel. Sie gilt als Hotspot des Klimawandels in der Region. Und das liegt vor allem auch daran, dass wir eine stark ausgeprägte urbane Wärmeinsel haben. Also wir befinden uns in einem Talkessel und der heizt sich einfach stärker auf. Der Stadtkern heizt sich auf und das kann bis zu 7 Grad ausmachen. Sie sehen ganz eindeutig der Marktplatz. Wir sind hier am heißesten Ort in Würzburg. Es ist eine maximale Versiegelung. Es gibt keine Vegetation. Alle Oberflächen sind zu, strahlen Wärme ab. Wenn Sie an so einem Sommertag jetzt so eine schwarze Asphaltoberfläche, wenn Sie da so einen Quadratmeter nehmen, dann ist die Wärmerückstrahlung ist vergleichbar mit so einem kleinen Heizlüfter. Ungefähr 1000 bis 1400 Watt kann da an Wärmestrahlung eben von einem Quadratmeter zurückkommen. Da können Sie sich ja gleich ausrechnen, wie groß so ein Marktplatz ist und wie viel Wärme da dann eben zurückgestrahlt wird. Man muss sich die Innenstadt so vorstellen, das ist im Prinzip zum Großteil eine Bebauung aus den 50er und 60er Jahren, aus der Nachkriegszeit, die aber auf einem mittelalterlichen, sehr engen Stadtgrundriss wieder entstanden ist. Das sind natürlich ideale Bedingungen dafür, dass sich dort die Hitze hält. Und mit dieser räumlichen Enge müssen wir eben umgehen. Deswegen ist es auch besonders wichtig, dass wir nicht nur den klassischen Klimaschutz betreiben, also die Reduktion von CO2-Emissionen, sondern auch zu schauen, wie können wir die Temperaturentwicklung in Würzburg verbessern, beziehungsweise wie können wir die Hitze reduzieren in der Stadt und für die Menschen Rückzugsräume schaffen, kühle Orte schaffen, wo man sich aufhalten kann, auch in einer heißen Zeit. Das Thema Stadtgrün ist ein ganz besonders wichtiges Thema, wenn man über Klimaanpassungen in Würzburg redet. Das Schöne am Stadtgrün ist, dass es immer multifunktional ist. Also Stadtgrün hilft dabei, Wasser zurückzuhalten. In einer Zeit, wo die Niederschläge auch immer unvorhersehbarer werden. Stadtgrün entlastet nicht nur das Klima, was wir ja anstreben, sondern auch den Menschen. Es hat einen psychologischen Effekt. Es ist gut für die Menschen, sie entspannen, wenn sie sich in einer grünen Umgebung bewegen. Stadtgrün bietet Lebensraum. Also ich würde sagen, die letzten 2-3 Jahre ist es schon relativ heiß in Würzburg geworden. Oder es ist heiß, wenn du im Sommer hier bist. Die Luft steht, die ist sehr drückend. Und das ist halt mein kleiner Bereich, wo ich was tun kann. Also für den ich was tun kann, eben dieses Kleinklima, was wir hier haben. Ich bin so ein bisschen Hobbygärtnerin und ja, ich mache das total gerne, leidenschaftlich auch, pflanzen und in der Erde rumbuddeln und so ein bisschen was bewegen. Und es ist auch ganz wichtig, dass das Ganze belebt ist, weil wenn du hier nur Blumen hast, wie Geranien zum Beispiel, dann ist das Ganze tot. Das ist zwar schön nett anzugucken, aber es soll sich ja auch entwickeln, es soll ja auch leben. Und wenn das jeder machen würde, wenn jeder gucken würde, wo habe ich so ein bisschen ein Eckchen, wo kann ich was Grünes anpflanzen? Natürlich sind unsere Bäume oder unsere Pflanzen jetzt hier nicht weltbewegend für das Klima, aber ich halte es für wichtig. Jetzt sind wir im Ringpark. Der Ringpark ist halt eine der wichtigsten Grünflächen für Würzburg. Und Sie merken es ja auch, dass es kühler ist. Ich finde, man merkt auch eine andere Luftfeuchtigkeit. Es ist viel angenehmer hier. Also das werden Sie, denke ich, bestätigen. Circa 200-300 Liter Wasser kann so ein Baum am Tag unter Optimalbedingungen verdunsten. Das ist dann halt eine Kühlleistung von 5 Kühlschränken sozusagen, die so ein Baum leistet für die Stadt. Seit
eineinhalb Jahren haben wir das Projekt Stadtlich Grün. Das ist eine große Kampagne mit unterschiedlichen Teilen zum urbanen Grün in Würzburg. Hintergrund ist einfach der, wir wollen mehr Grün in die Stadt bringen. Und das können wir nicht alleine, sondern dafür brauchen wir die Bürgerinnen und Bürger auch. Und zum einen möchten wir mit Stadtlich Grün natürlich zeigen, was wir selbst als Stadt für das Grün machen, also unsere Grünflächen und Maßnahmen vorstellen. Zum anderen ist es so, dass wir die Bürgerinnen und Bürger unterstützen, wenn sie was tun, nämlich finanziell und auch mit Beratung zum Thema Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Baumpflanzungen, aber auch sowas wie Urban Gardening Projekte kann man über uns finanziell fördern lassen. Ein Projekt, das im Rahmen von Stadtlich Grün entstanden ist, ist auch der Klimarundgang. Und zwar versuchen wir in diesem Rundgang, diese wenig greifbaren, intransparenten Prozesse, Klimawandel, Klimaanpassung, etwas, das ich jetzt nicht unmittelbar spüren und erleben kann, versuchen wir mit diesem Rundgang sichtbar zu machen, indem wir eben zeigen, wie sind die Temperaturverhältnisse schon jetzt in unserer Stadt. Das kann man nämlich schon spüren, wenn man von Ort zu Ort geht. Wenn man sich mit Klimaanpassung eben beschäftigt, kann man das als Stadtverwaltung planerisch tun. Hier haben wir einige Instrumente entwickelt, wie beispielsweise eine Klimafunktionskarte und auch mikroklimatische Analysen, die wir durchführen. Das ermöglicht uns, dass wir erfassen können, wie die klimatische Situation in Würzburg ist, wie das Überwärmungsrisiko in den verschiedenen Bereichen der Stadt ist und können daraus dann zielgerichtete Maßnahmen entwickeln, wie wir beispielsweise dann in einer nachhaltigen Stadtplanung und Stadtentwicklung das umsetzen können. Es gibt in der Innenstadt sehr viele kleinräumige grüne Flächen, wo man Bäume pflanzen kann. Es gibt die versiegelten, aufgewärmten Hinterhöfe, die nicht wirklich genutzt werden als Lebensraum, sondern als toter Raum, um Fahrzeuge abzustellen. Das ist ein riesiges Potenzial. Dann kann man sein Gebäude außen begrünen. Ja? Wenn ich die Grundfläche von einem Gebäude ist sehr klein, aber wenn ich die Wände zu allen Seiten und das Dach nehme und das begrüne, ist das das vier- oder fünffache von der Grundfläche. Da kann man sehr viel machen auf sehr kleinem Raum. Ich sage da auch immer gerne, wir alle sind die Stadt. Also es ist nicht nur die Stadtverwaltung, sondern die ganze Stadtgesellschaft. Wir müssen zusammen an einem Strang ziehen, weil nur so kann es dann auch gelingen, dass wir den Klimawandel meistern. Wenn man sich fragt, ob der Klimawandel hier in Remscheid angekommen ist, so kann ich das mit dem klaren Ja beantworten. Wir hatten schon mehrere Starkregenereignisse und es wurde deutlich, dass Starkregen auch zunimmt. Wir hatten die Hitzeperioden letztes und vorletztes Jahr, die ja massiv für die Stadt waren und aber auch für die Umwelt, für die Menschen gesundheitlich eine Herausforderung waren. Und in Remscheid sind wir so weit, dass wir festgestellt haben, dass das Grün einen hohen Stellenwert in der Klimaanpassung übernimmt und wir hier in Remscheid sicherlich noch viel nachsteuern müssen. Da ist einmal der Gedanke Dachbegrünung und wir wollen auch das Thema Fassadenbegrünung nach vorne bringen. Und unter dem Aspekt haben wir eine Fläche oder ein städtisches Gebäude gesucht, wo wir das möglicherweise umsetzen können als Pilotprojekt. Und da hat sich hier die Daniel Schürmann Grundschule angeboten. Also wir sind heute hier quasi am letzten Tag der Baumaßnahme. Wir haben das Randgerüst montiert und werden heute eben halt die Pflanzmaßnahmen durchführen. Die Schule hat eine sehr exponierte Südwand und diese Wand ist voll der Sonnenausstrahlung ausgesetzt und heizt sich dementsprechend in den Sommermonaten enorm auf. Und unser Ziel ist es, durch eine Beschattung mit Pflanzen diesen Aufheizungseffekt zu reduzieren. Ja, also eine Fassadenbegrünung hat sicherlich erstmal den Wert der Verschattung, der sicherlich hier in diesem Fall besonders besonderen Fläche, aber gleichzeitig bietet sie wie eine zweite Haut des Gebäudes, bringt auch eine Wärmedämmung mit sich. Durch die Aufnahme von CO2 wird auch Sauerstoff freigesetzt, die Blätter verdunsten, sodass wir durch die Verdunstung hier auch eine Kühlung bekommen. Es werden drei verschiedene Pflanzen verwendet. Das ist einmal die Pfeifenwinde, eine Kletterpflanze, die ein sehr großes Blatt hat, sodass hier dann schnell der Effekt der Verschattung aufkommt. Gepaart ist diese Pflanze dann mit dem sogenannten Baumwürger. Das ist im Grunde genommen so das Schmuckstück irgendwie zu dieser Grundbepflanzung mit der Pfeifenwinde. Und schließlich als dritte Pflanze haben wir noch eine Kletterrose.
Die Pflege wird zunächst erstmal von der Firma übernommen, die ja auch für das Anwachsen der Pflanzen zuständig ist. Aber es gibt mit der Schule eine Kooperation, dass dann die Biologieklasse dann eben halt auch Wässerungsdurchgänge macht und hoffentlich auch ein bisschen Wildkraut und Müll wegnehmen wird. Also von daher gibt es eine Grundpflege und aber eben halt auch die Schülerpflege. Klimaanpassung geht nur gemeinschaftlich. Man sieht es hier an dem Projekt, das geht nur, wenn Schulleitung, wenn auch die Grünflächenunterhaltung und wenn alle, die hier vor Ort beteiligt sind und auch später die Kinder hier vor Ort, die Maßnahme mittragen. Wenn wir mit der Schulleitung, mit den Lehrern da einen guten Weg gehen, können wir den Kindern das nahe bringen und haben dann Multiplikatoren in weitere Bereiche, die das in ihre Familie tragen, die das auch verstehen können. Ich glaube, mit dem Baumsubstrat, das funktioniert ganz gut, weil das doch mehr Wasser speichert als normaler Oberboden. Natürlich hoffe ich, dass für die Schüler der morgendliche Weg zum Schulgebäude etwas angenehmer wird, dass es nicht mehr ganz so heiß ist. Und zum Zweiten, glaube ich, wird es der hier im Stadtteil lebenden Bevölkerung ein Beispiel sein, was man mit so einem extremen Standort machen kann. Grün in der Stadt ist im Rahmen der Finanzlage der Stadt immer weiter reglementiert worden. Es musste kostengünstiger gepflegt und hergestellt werden. Und jetzt aber in den letzten Jahren kommt da wieder ein Schwung nach vorne. Wir haben im integrierten Stadtentwicklungskonzept hier in Remscheid schon festgestellt, dass wir das Thema Grün besetzen müssen. Also dass das Thema Grün in die Stadt Remscheid ein wichtiges Thema ist. Und diese Fassadenbegrünung, die ist ein Baustein, aber ein ganz wichtiger Baustein, wo wir sagen, wir fangen hier in Remscheid an. Wir haben ein gefördertes Projekt, was erstmal der Stadt Remscheid nicht Geld kostet, weil wir dankbar sind, dass wir das über das Projekt Extras bekommen. Aber somit können wir zeigen, was wir tun können und das als Beispiel nutzen, um andere Menschen damit zu befruchten. Die Großwohnsiedlung Drewitz befindet sich momentan auf dem Weg zur Gartenstadt und des ersten emissionsfreien Stadtteils Potsdams. Die heute ca. 3000 Wohnungen umfassende Siedlung wurde Ende der 1980er Jahre als eines der letzten Neubaugebiete der ehemaligen DDR errichtet. Seit 2009 findet eine klimafreundliche und sozialverträgliche Umgestaltung des Stadtteils statt. Ein bisher in Brandenburg einmaliges Vorhaben. Wir sitzen hier gerade in einem Innenhof in der Gartenstadt Drewitz. In den letzten 10 Jahren wurden viele Wohngebäude energetisch saniert. Innenhöfe wurden zum Teil begrünt, zum Teil sind Mietergärten entstanden. Und im Zentrum des Stadtteils konnte eine große, überdimensionierte Straße so zurückgebaut werden, dass jetzt ein Bürgerpark entstanden ist. Hier sieht man zum einen an der Fassade, ne, wie die jetzt der neue Zustand aussieht. Hinter der Fassade wird jetzt das Regenwasser entlang geführt und auf der Grünfläche gleich versickert, was ja gerade durch diese lang anhaltende Hitzeperioden auch besonders gut ist. Diese Regenversickerung findet hier an mehreren Teilen der Gebäude statt. Also da drüben ist auch nochmal so eine Mulde. Dann sehen wir hier die neu angepflanzten Bäume. Also man sieht auch die Bestandsbäume, die schon wesentlich größer sind und natürlich schon mehr Auswirkungen haben auf das Mikroklima. Und da hinten ist eine Fassade als Vergleich, wie es früher aussah. Das, wo wir jetzt hier sitzen, war eine dreispurige Straße und 4 Reihen Parkplätze. Also außer der Straßenbahn und dem kurzen Grün vor den Häusern war hier alles Beton. Mittlerweile wird der Park sehr gut angenommen, weil man merkt, wenn man hier sitzt, ist ein ganz anderes Klima als noch vor 10 Jahren. Also es ist ein sehr belebter Platz geworden, im Gegensatz zu diesem tristen, grauen Beton von vorher. Aber aus meiner Sicht war der Start des Umbaus der Gartenstadt ein Fehlstart. Es wurde von Seiten der Stadt ein fertiger Plan vorgestellt zur Bevölkerung, sagen, so bauen wir Drewitz um. Da gab es massiven Widerspruch an allen Seiten. Daraufhin wurde ein Werkstattverfahren eröffnet, in dem die Pläne zum Großteil überarbeitet wurden. Und das hat meiner Augen auch die Akzeptanz gestärkt, dass die Bürger merken, wir können die Planung mitgestalten. Also wir haben schon den Eindruck, dass dieser Umbau zur Gartenstadt für das Gelingen des Projektes Wendeschleife förderlich ist, weil einfach über einen jahrelangen Prozess der Bürgerbeteiligung eine ganz schöne Sensibilisierung stattgefunden hat für Themen wie Stadtgrün und wie ruhig oder laut wollen wir es haben. Also da haben sich einfach fast alle Quartiersbewohner und Bewohnerinnen, glaube ich,
in diesem Prozess mit auseinandergesetzt. Und wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man den Leuten Wertschätzung entgegenbringt, dann kommt auch total viel Interesse, Motivation, Elan zurück. Also der Klimagarten ist erstmal ein Förderprojekt und der Name Wendeschleife, also man sieht es so ein bisschen hier um diesen wunderschönen Teich herum, war einst eben eine Wendeschleife von einer Tram und daher der Name dieser Grünfläche. Unser Ziel ist es eigentlich, Interesse für Klimaschutz und Umweltschutzthemen hier in Drewitz zu verankern. Und wir versuchen das sehr alltagstauglich und lebensnah zu gestalten, dass sich auch alle angesprochen fühlen. Und ich denke, dass dieser Garten halt dadurch sehr stark ausstrahlt, das Betreten und Entdecken, Nutzen nach Laune erwünscht sind. Und das ist, glaube ich, halt noch nicht so häufig im öffentlichen Grün, dass man halt wirklich so ein ausgesprochenes Mitmachangebot hat. Ich denke, Drewitz hat jetzt durch diese veränderten Grünstrukturen, durch die begrünten Innenhöfe und durch die Mietergärten und natürlich auch vor allem durch diese Zentrumsachse, durch den Stadtteilpark, total an Attraktivität gewonnen. Ökosystemleistung ist erstmal ein sehr sperriger Begriff, aber im Prinzip ist es einfach der Sammelbegriff für die vielfältigen Beiträge, die Ökosysteme zum menschlichen Wohlbefinden liefern. Im Rahmen von Stadtgrün könnten das zum Beispiel Regulationsleistungen sein, wie die nächtliche Absenkung der Lufttemperatur durch die Kaltluftproduktion in größeren Grünanlagen. Neben diesem thermischen Wohlbefinden untersuchen wir aber auch andere Nutzen von Stadtgrün, zum Beispiel die Biodiversität und das CO2-Speicherpotenzial und den kulturellen Nutzen hinsichtlich der Aufenthaltsqualität. Wir schauen uns hier in Drewitz unter anderem das städtische Grün als ökosystembasierte Anpassungsmaßnahme an. Das heißt, wir gucken uns die mikroklimatischen Auswirkungen an und den Einfluss aufs thermische Wohlbefinden. Dabei haben wir nachweisbare Unterschiede zwischen der Lufttemperatur in den verschiedentlich begrünten Höfen feststellen können. Dabei waren zum Beispiel die grünen Innenhöfe bis zu 2,5 Grad kühler als die weniger grünen Innenhöfe. Aber es gibt auch kulturelle Ökosystemleistungen, die Stadtgrünen leisten. Zum Beispiel die Stärkung des sozialen Zusammenhalts oder der menschlichen Gesundheit durch Stadtnatur. Urbane Grünflächen spielen ja angesichts des Klimawandels generell eine immer größere Rolle für städtisches Mikroklima. Und auch hinsichtlich der Lebensqualität steigt so ein bisschen der Stellenwert. Und wenn man jetzt sagt, man strebt null Emissionen etc. an, man hat noch viel vor, dann kann das hier eigentlich nur das Modell sein. Und eigentlich fänden wir es schön, wenn die Gartenstadt weiterentwickelt wird und so in die Innen- und Hinterhöfe wächst. Und dass man dann diese Flächenpotenziale nutzt und eben bei Neupflanzungen Nutzpflanzen zu bevorzugen. Denn dann hat man halt einerseits vielleicht die ökologischen, klimatischen Funktionen, aber dann auch noch die sozialen Funktionen. Weil es kommt halt einfach total gut bei den Leuten an. Zu sagen, wir schaffen was Besonderes, was wirklich ausstrahlt, ey, es ist uns hier nicht egal, wir wollen ein schönes Umfeld schaffen, dann wird das eigentlich ein Selbstläufer, zumindest hier in Drewitz.